Jetzt freue ich mich sehr auf unseren Gast heute Abend, nämlich den Frontmann von einer der angesagtesten Newcomer-Bands in Deutschland gerade, ohne Specht von Tonbandgerät. Einen großen Applaus! Du hast mir gesagt, du hast bei uns eine besondere Leidenschaft und das steht in Konkurrenz eigentlich zum Musikmachen. Erzähl die Geschichte doch mal. Ja, ich habe relativ früh angefangen, auch Fußball zu spielen. Ich glaube so in der F-Jugend oder so, also so sehr, sehr, sehr früh. Und habe gleichzeitig angefangen im Knabenchor hier in Hamburg und musste dann leider sehr früh feststellen, dass ich das eine sehr viel besser als das andere kann. Also sprich, ich war leider sehr schlecht im Fußball. Und wurde dann relativ schnell rausgemobbt vom Sturm ins Mittelfeld, in die Abwehr, auf die Bank. Und dann habe ich mich irgendwann dann noch für den Knabenchor entschieden. Ja. So, Ole had the choice between playing football or going to the youngster choir. And so he decided for singing, but his temper for football is still alive. Aber du bist ja der einzige Fußballfan in deiner Band. Wie ist das, wenn ihr auf Tour seid? So you're the only football fan in your band. What about going on tour? Ja, das ist sehr schlimm, weil ich wirklich so echt jedes Spiel mich reinziehe. Das ist völlig egal, ob es jetzt Frauenfußball ist, Männerfußball, ob es Champions League, ob Kreisliga ist. Ich ziehe mir echt alles rein und es ist immer sehr schwierig, die anderen davon zu überzeugen, wenn wir dann unterwegs sind, dass es jetzt super wichtig ist, dieses eine Spiel zu sehen. Für unser Thema sozusagen Homophobie im Fußball gab es ja jetzt dieses Jahr von Markus Wibusch den Song Der Tag wird kommen. Bei euch ist das ja mit irgendwie irgendwann mitbekommen, dass das ja irgendwie anscheinend so ein Ding ist. Ne? Also wir haben das natürlich nicht extra gemacht. Und dann kam irgendwann neulich zu mir und meinte so, ein Freund von mir, der auch viel auf schwulen Partys unterwegs ist, meinte so, ja, irgendwie anders läuft er die ganze Zeit und jetzt macht ihr alles geht, das passt ja super. Und ich war so, ah, okay, stimmt. So. So we've been kidding about the titles of the songs if there's a homosexual connection. Kriegst du denn eigentlich auch männliche Fanpost und wie gehst du damit um? Ja, tatsächlich schon und ich freue mich immer darüber, klar, aber ich habe bisher noch nicht zurückgeschrieben. Fasst ihr ein bisschen Mut. Wir fassen jetzt auch mal Mut und greifen in diese Trommel. So, we will start the group draw now. Wenn du magst, würfel noch einmal durch. Wir haben hier Tom, der gleich die Teamnamen okay, die ersten sind Anyway Hot Shots aus Köln. Welche sind aus Köln? Wir haben hier was für euch. Dann sind hier noch die Leine. Ja! Viel Glück, ihr wart auf jeden Fall die Leute. Kennt ihr einer? Und die letzten, ihr könnt es euch wahrscheinlich schon denken. Nicht bei Prag. Sind die Vorspiel SSL 2 aus Berlin. Alles gut, ich glaube. Schwer mit dem Kopf auch. Dann noch mal einen großen Applaus an unsere Losfiole. Viel Spaß heute Abend mit der Party. Bis morgen. Eine geile Gruppe, glaub mal. Wir kommen weiter. Doch. Wir müssen nur einmal gewinnen, dann sind wir in der Hauptrunde. Ich kann schon mal. Nee, wir müssen beide spielen. Ich wollte dich nicht, ich hab's nicht mal.